Ich lege jetzt die Spannung an. Achtung. Wir sind jetzt in der Ausstellung Starkstromtechnik des Deutschen Museums. Diese Ausstellung wurde 1953 eröffnet, also sehr lange her. Damals hat diese Ausstellung ein Professor von der TU gemacht. Das Problem ist also, dass diese Ausstellung im Grunde ein zu hohes Niveau hat und im Grunde von einem Professor für Studenten gemacht wurde. Das möchte ich in Zukunft ändern. Ich möchte also eine Ausstellung machen, die wirklich den größten Teil der Besucherinnen und Besucher ansprechen kann, ihre Fragen beantwortet, die auch andere sind als die von 1953, das ist auch klar. Das soll jetzt hier passieren. Die Gliederung dieser ganzen Ausstellung wird anders sein. Die wird nicht mehr so klassisch sein, Stromerzeugung, Stromverteilung, Stromnutzung oder Anwendung, sondern hier sollen Inseln entstehen, die verschiedene Aspekte nutzen. Meinetwegen die Geschichte, vielleicht ein eigener Bereich. Oder das historische Exponat in anderen. Die Erzeugung wird natürlich auftauchen, die Verteilung wird auftauchen. Aber Verteilung bedeutet eigentlich Netz. Hier sieht man im Grunde kein Netz, das ist übrigens ein ganz großes Problem bei allen Netzen, auch Internet ist dasselbe Problem, dass man natürlich irgendwie mit dem Netz das nicht sieht. Man müsste es von oben übers Land sehen, über eine Karte oder irgendwas, ansonsten sieht man kein Netz. Also was macht man? Man tut Komponenten in die Ausstellung. Ja, hier sieht man die Isolatoren, man sieht die Schalter, aber sieht irgendeine Besucherin oder ein Besucher hier ein Netz? Eben nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Wir sehen die Endgeräte, wir sehen vielleicht noch ein Stück Kabel so in der Länge, aber was hilft uns das? Also man muss die Funktion des Netzes in den Mittelpunkt stellen und nicht so sehr wie hier die Funktion einzelner Komponenten. Unser Haus, das Deutsche Museum, ist so groß, dass man eigentlich immer damit rechnen muss, dass die Leute weitergehen, weil es gibt ja viele, viele, viele weitere Ausstellungen. Das ist das ganz Normale. Das Weitergehen der Besucher ist das Normale. Das heißt, das Stehenbleiben in der Ausstellung ist der Sonderfall. Das muss man sich klar machen. So, was man also tun muss, ist, damit Besucher stehen bleiben, man muss ihnen interessante Dinge anbieten, zum Beispiel hier diese Demonstration, wo man etwas tun kann. Und das Zweite, was man machen muss, man muss irritieren. Stellen Sie sich mal vor, wir würden sozusagen an so einer Vitrine hier, so an einer Wand, 100 Nasenhaarschneidemaschinen anbringen, die alle elektrisch funktionieren. Zwar mit Batterie oder Akkus, aber das ist doch etwas, wo irgendwie jeder denkt, was ist denn das? Und wenn ich das schaffe, Besucher und Besucher da sozusagen, dass sie stehen bleiben, in dem Fluss im Museum, dann habe ich die Besucherinnen und Besucher auch gewonnen. Ja, ich freue mich natürlich auf den Umbau, ist doch klar. Ich meine, das wird meine letzte Ausstellung sein, aber die möchte ich halt noch machen. Natürlich bin ich sehr motiviert und ich finde das Thema auch sehr faszinierend. Wir haben diese ganzen Diskussionen über Klimawandel, über Strom, über Windkraftanlagen, die uns vielleicht stören vor unserer Haustür oder über Hochspannungsmasten. Da muss man doch Antworten für die Gesellschaft, für die Leute, die hierher kommen, geben. Da kann man nicht da einfach hinstellen und sagen, ja, das müsst ihr halt ertragen. Das geht doch nicht. Und dieses, da möchte ich mithelfen. In der gesellschaftlichen Diskussion möchte ich hier mithelfen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen.